Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 67 Mädchen, weich vom Wege nicht. Zweiter Teil. Oh, Mr. Cadis, ich... Er unterbrach Hermine und bot an. Nennen Sie mich doch Gastus. Ich möchte meinen Vornamen gerne aus Ihrem Mund hören, schmeichelte er ihr, während er ihr tief in die Augen blickte. Sie spürte, wie ihr die Röte über das Gesicht kriechen musste, als sie leise seinen Vornamen hauchte und er sie dabei ganz verträumt anlächelte. Ja, ist das nicht unsere Hermine? Rief Hagrid vor Freude strahlend. Kurzerhand hatte er Mr. Caedes unabsichtlich mit seinem massigen Körper abgedrängt, um Hermine herzlich zu begrüßen. Hallo Hagrid, hallo Olymp, lange nicht gesehen, sagte Hermine freundlich, bevor sie der Halbriesin ihre Hand gab und darauf hoffte, sie in einem Stück und ohne Quetschungen wiederzubekommen. Nachdem sie die beiden begrüßt und ein wenig mit ihnen geredet hatte, blickte sie sich kurz um, nur um zu bemerken, dass Custus sich wieder entfernt hatte. Jetzt verweilte er in einer hinteren Ecke des Raumes und beobachtete sie still. Hermine fand es angenehm, auf diese Weise von einem Mann betrachtet zu werden. Es war ein gutes Gefühl, einen Verehrer zu haben. Am Buffet ereignete sich eine ähnliche Situation wie die mit Hagrid. Voller Frust füllte Hermine gerade ihren Teller hauptsächlich mit Süßspeisen, bevor Custus sich ihr näherte, nur um kurz darauf von einem kleinwüchsigen Filius Flitwick verscheucht zu werden, der ebenfalls seine ehemalige Schülerin persönlich begrüßen wollte. Er hielt mit ihr so lange ein Schwätzchen, bis der Leiter der Initiative, Mr. Bloom, in einen anderen Raum bat, um von einer kleinen Bühne aus das Wort an die Gäste richten zu können. Die zweite Portion Mousse au Chocolat aß sie während der Rede, auch wenn sie so ein Verhalten eigentlich für unhöflich hielt. Doch in der letzten Reihe bemerkte es sowieso kaum jemand. Harry hatte sie zwar begleitet, aber letztendlich war sie nun doch allein hier. Denn ihr bester Freund war von Slughorn herumgereicht worden und musste sich momentan vorn in der ersten Reihe zwischen dem Vampir Sanguini und dessen Freund und Begleiter Eldred Wobble sitzend von beiden Seiten vollquatschen lassen. Mr. Blooms Rede brachte für die stets auf dem aktuellen Stand bleibende Hermine keine Neuigkeiten, sodass sie sich heimlich aus der letzten Reihe davonstahl, um sich noch einmal in dem anderen Zimmer frustriert am Buffet zu bedienen. Hermine, hauchte es wieder in ihrem Ohr. Doch dieses Mal musste sie sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass Custus hinter ihr stand. Sie ließ es zu, als seine Arme sich von hinten um ihre Taille schlängelten und sie genoss seine sinnliche Stimme, die flüsternd und mit einer betörenden Melodie in der Stimme zu ihr sagte: Das ist also dein Name. Er stöhnte wonnig, bevor er wie ein Echo wiederholte: Ach, Hermine, Hermine. Ich wusste, dass der Name mir bekannt vorkommt. Er drehte sie langsam in seinen Armen herum und küsste sie keck auf die Stirn, bevor er sie mit seinen Augen hypnotisierte und ihr ins Ohr hauchte. Das ist der Name, den mir der Wind geflüstert hat, als ich in einer lauen Sommernacht am See gesessen hatte und mich fragte, wann mir wohl die Frau meiner Träume über den Weg laufen würde. Hermine wusste gar nicht, wie er geschah. Seine Worte klangen so einfühlsam
so betörend, so, dass sie sich nicht einmal wehrte, als er sie aus dem Raum hinausführte und mit ihr einen Stock höher ging, was sie normalerweise niemals zugelassen hätte, denn sie war ihm heute das erste Mal begegnet und hatte nur wenige Worte mit ihm gewechselt. Er öffnete eine Tür und ließ sie herein. »Es ist stockdunkel hier drin«, sagte sie mit ein wenig Sorge in der Stimme. Daraufhin ergriff er leicht ihre Oberarme, drückte sie an seine Brust und entgegnete: »Deine Augen strahlen hell genug, Hermine.« Irgendetwas stimmte nicht, doch Hermine konnte einfach nicht mit dem Finger darauf deuten. Warum war sie mit einem ihr völlig fremden Mann einfach mitgegangen? Doch das schöne Gefühl, dass endlich jemand Interesse an ihr zeigte und dazu noch ein so eleganter, gut aussehender, wohlerzogener. »Au, was war das?« fragte sie ängstlich. Hatte sie eben einen Stich an ihrem Hals verspürt? Sie führte eine Hand an ihre Kehle und fühlte ihr warmes Blut. Ihre Atmung verschnellerte sich, denn sie ahnte plötzlich Böses. Hermine wollte Castus von sich stoßen, doch der ließ sie nicht los. »Ich möchte gehen«, schrie sie, doch ihre Stimme war erstickend leise. Was hatte Castus nur getan? Warum war ihr so schwindelig? Sie konnte nicht einmal mehr klar denken. Castus bedeckte ihr Gesicht mit Küssen, doch seine Liebkosungen widerten sie an. Schwach zischelte Hermine: »Hören Sie auf! Lassen Sie mich gehen!« Plötzlich spürte sie seine Lippen erneut an ihrem Hals, und mit jedem seiner gierigen Küsse wurde sie schwächer und schwächer. Mit ausgezehrt klingender Stimme flehte sie: »Nicht! Nicht! Hören Sie auf!« Sie versuchte, nach ihrem Zauberstab zu tasten, nur um zu bemerken, dass sie keine Kontrolle mehr über ihre Gliedmaßen besaß. Ihr war bereits ganz schwummrig und jegliches Zeitgefühl war verschwunden. Aus den Augenwinkeln bemerkte sie, wie plötzlich Licht vom Flur in den finsteren Raum schien. Ein schwarzer Schatten mit wallendem Umhang stand im Türrahmen und feuerte einen Fluch auf Castus ab. In dem Moment, in welchem Castus getroffen wurde, fiel Hermine wie ein nasser Sack zu Boden, denn sie war viel zu kraftlos, um sich noch allein auf den Beinen halten zu können. Das Bild vor ihren Augen war verschwommen und alles drehte sich. Sie erkannte die Gestalt nicht, die sich ihr in dem dunklen Raum näherte, aber sie spürte mit einem Male einen Druck an ihrem Hals, gleich so, als wolle jemand sie erwürgen. Hermine geriet in Panik und wollte die Hand an ihrem Hals abwehren, doch ihre flügellahmen Arme gehorchten ihr nicht und fielen plump auf den Boden. »Das wird schon wieder«, hörte sie eine tiefe, brummende Stimme sagen, die sie aus unerfindlichen Gründen beruhigend fand. Da Hermine noch atmen konnte, schien die Hand an ihrem Hals gar nicht zuzudrücken, und so gab sie jeglichen Versuch, sich zu wehren, auf. Mit einem Male fühlte sie etwas Kaltes, Rundes an ihren Lippen und gleich darauf wurde ihr Mund geflutet, sodass sie aus purem Reflex schluckte. Trotz ihrer benebelten Sinne schmeckte sie etwas aus dem Trank heraus. Es war Feuersalamanderblut, eine hochwirksame Zutat für Heil- und Kräftigungstränke. Sie atmete erleichtert auf, als sie erkannte, dass der Schatten ihr nichts Böses wollte. Doch gleich darauf ließ sie die schemenhafte Gestalt allein im Zimmer zurück. Draußen auf dem Flur hörte sie plötzlich höllischen Lärm. Der Leiter, Mr. Bloom, sowie die Gäste schreckten auf, als sie ein lautes Scheppern hörten. Harry und Filius waren die Ersten, die der Ursache für den Lärm auf den Grund gehen wollten. Hagrid und Olymp
folgt sogleich. Mr. Bloom hinderte zunächst alle anderen Gäste, die sich ebenfalls erheben wollten, mit netten Worten daran, den Saal zu verlassen, bevor er selbst den Raum verließ. Im Flur angelangt, blickten alle auf die Scherben einer ehemals hüfthohen blauen Vase, die offensichtlich jemand vom ersten Stock die Treppe hinuntergeworfen haben musste. Hermine! War das Einzige, was Harry in den Sinn kam, bevor er ohne nachzudenken nach oben rannte. Warten Sie doch, was ist denn geschehen? Rief Mr. Bloom aufgebracht. Doch Harry war bereits oben angelangt und zückte seinen Zauberstab. Lumos! Sagte er, bevor er den dunklen Raum betrat, dessen Tür offen stand. Gott, Hermine! Schrie er aufgebracht, als er ihren bewegungslosen Körper auf dem Boden liegen sah. Etwas weiter hinter ihr lag Mr. Caedes, der augenscheinlich mit einem Petrificus Totalus überwältigt worden war. Filius drängte sich nach vorn und beugte sich über Hermine, als plötzlich von Mr. Bloom das Licht im Zimmer angemacht wurde und sich alle erschraken, besonders Hagrid. Ein Teil des Schlosses verfügte offenbar über eine Stromversorgung. »Was ist mit dir?« fragte Olymp besorgt, während Filius die nicht ansprechbare und beunruhigend blasse Hermine untersuchte, indem er vorsichtig ein Augenlid öffnete, um ihre Pupillen zu betrachten. Harry kniete sich neben sie und hielt ihre Hand. Wie er es schon damals gemacht hatte, als sie in der 2. Klasse versteinert im Krankenflügel gelegen hatte. Mr. Bloom beäugte in der Zwischenzeit den bewegungslosen Mr. Caedes, und als er dessen blutverschmiertes Gesicht sah, hielt er sich vor Schreck eine Hand vor den Mund, bevor er murmelte: »Er hat sie gebissen!« Von dieser Bemerkung aufgescheucht, entfernte der kleinwüchsige Professor für Zauberkunst ein weißes Tuch, welches auf Hermines Hals lag, und da erschrak Harry, denn das Tuch hatte eine leicht blutende Bisswunde bedeckt. Mr. Bloom war außer sich und beteuerte, dass so etwas noch niemals geschehen wäre. Er versicherte, Hilfe zu holen, und verließ gleich darauf das Zimmer. »Hermine, kannst du mich hören?« fragte Harry. Sie reagierte jedoch nur, indem sie ihren Kopf in seine Richtung drehte und versuchte, ihre Augen zu öffnen, was ihr jedoch nicht gelang. Mit Mr. Wobble und Sanguini im Schlepptau kam Mr. Bloom zurück ins Zimmer. Der Vampirexperte Wobble beugte sich über Hermine und betrachtete ihren Hals. Mit den Fingern tastete und drückte er ein wenig um die Bisswunden herum, bevor Sanguini sich zu ihm gesellte und ihm über die Schulter schaute. Harry hörte, wie Sanguini leise zu Wobble sagte: »Sie ist nicht verwandelt, aber er war zu gierig.« Mr. Wobble nickte daraufhin zustimmend und zog derweil zwei Fläschchen aus seiner Jackentasche. »Moment, was ist das? Was wollen Sie ihr da geben?« fragte Harry beschützend. Mr. Wobble behielt die Ruhe, als wäre dies für ihn nicht die erste Situation dieser Art. Er erklärte Harry, dass er die Wunde desinfizieren wollte und dass die andere Flasche einen Trank enthalten würde, der für eine schnelle Neubildung des Blutes sorgte. Erst nach Harrys Einverständnis durfte der Vampirexperte mit der Behandlung fortfahren. Nachdem Mr. Wobble sich um Hermine gekümmert hatte, legte er das weiße und mit Desinfektionslösung benetzte Seidentuch locker um ihren Hals, um die Wunde vor Verschmutzung zu schützen. Sanguini stand auf und ging zu dem noch immer bewegungslosen Mr. Caedes hinüber, den er verachtend anblickte. Gleich darauf sagte er für alle im Raum: »Dieser Zwischenfall ist sehr bedauerlich, aber ich versichere Ihnen allen, dass Vampire wie er, die so verantwortungslos und eigennützig handeln, selbst in unseren Kreisen unerwünscht sind.« Gerade erst kam Hermine wieder zu Bewusstsein,
Da hörte man von unten einen lauten Knall, wie von einer Bombe. Gleich darauf folgten Schreie, sodass Hagrid, Filius, Olymp und Sanguini auf den Flur hinausliefen, um die Ursache der Explosion zu ergründen. Plötzlich hörte man von unten einige Gäste kreischen: Todesser! Geschockt blickten sich Hagrid und Filius an, während Sanguini, der den Tod nicht zu fürchten hatte, bereits nach unten stürmte. Obwohl Harry den warnenden Ruf vernommen hatte, wiederholte Hagrid aufgebracht: Todesser, Harry! Da unten sind Todesser! Harry nickte, drückte noch einmal Hermines Hand und erhob sich, um sich mit den anderen ins Getümmel zu stürzen. Mr. Bloom erweckte Mr. Caedes aus seiner Starre, denn als Vampir wäre er für Todesser ein schwieriger Gegner. Caedes hatte sich zwar die ganze Zeit nicht bewegen können, doch er hatte alles um sich herum bewusst wahrnehmen können, so dass er gleich fragend wiederholte: Unten sind Todesser? Nachdem Mr. Bloom genickt hatte, verließen beide die junge Frau, die noch immer auf dem Boden lag und sich unmerklich regte. Von außen verschloss Mr. Bloom die Tür und belegte sie mit zwei starken Schutzzaubern, sodass die angeschlagene Miss Granger keine leichte Beute für Angreifer sein sollte. Warten Sie, sagte Hermine schwach, doch sie war bereits allein. Nur mit viel Kraftanstrengung war es ihr überhaupt möglich gewesen, sich aufzusetzen. Und als sie endlich fertiggebracht hatte, ihren Oberkörper in eine aufrechte Position zu bringen, fiel ihr das weiße Seidentuch in den Schoß. In ihrem Kopf drehte sich alles und sie fühlte sich ausgelaugt. Geistesabwesend nahm sie das weiße Seidentuch aus ihrem Schoß und drückte es sich auf die brennende Stelle am Hals. Als sie Blut auf dem Boden und am Tuch bemerkte, durchfuhr sie ein großer Schreck. War das etwa alles ihr Blut? Ganz plötzlich kamen alle Erinnerungen an das zurück, was ihr widerfahren war. Sie war so dumm gewesen, auf die hypnotische Wirkung eines Vampirs hereinzufallen. Sie schalt sich selbst für ihre Einfältigkeit, denn sie wusste doch im Vorfeld, dass auch solche Wesen auf der Versammlung anwesend sein würden, weshalb es doppelt so unverzeihlich war, Mr. Caedes nicht als Vampir erkannt zu haben. Während sie versuchte, sich an Details zu erinnern, hörte sie von unten laute Rufe und ein furchtbares Getöse, wie bei einer Schlacht. Lautstark gingen viele Dinge zu Bruch und einmal hörte sie ein lautes Klirren, als wäre ein riesiger Kronleuchter auf den Boden gefallen. In Gedanken ging sie nochmal alles durch, was geschehen war, und plötzlich erinnerte sie sich an Hagrids Stimme, die gesagt hatte, es wären Todesser unten. Hermine wollte blitzschnell aufspringen, um zu Hilfe zu eilen, doch die ersten beiden Versuche missglückten, denn sie torkelte und fiel beim ersten Mal auf die Knie und beim zweiten Versuch auf den Allerwertesten. Es war ein Wunder, dass sie überhaupt schon sitzen konnte, denn so ein Vampirbiss raubte einem nicht nur Blut, sondern auch körperliche und geistige Kraft. Hinzu kam, dass man sich schwerlich an alles erinnern konnte. Aber nichtsdestotrotz hatte Hermine im Hinterkopf, dass da jemand gewesen war, der ihr einen Stärkungstrank eingeflößt hatte. Aber wer? Vielleicht war der Schatten auch nur ihrer Einbildung entsprungen. Nachdem sie zur Tür gerobbt war, benötigte sie, selbst in ihrem geschwächten Zustand, nicht sehr lange, um die beiden Schutzzauber zu durchbrechen. Während unten noch immer ein Heidenlärm herrschte, öffnete sie oben langsam die Tür. Die Klinke benutzte sie zudem, um sich daran hochzuziehen, um endlich in eine aufrechte Position zu kommen. Sofort wurde er wieder schwindlig, doch sie wollte einfach nicht auf dem faulen Hintern sitzen, während da unten Menschen gegen Todesser kämpften.
Sie hatte immer alles gegeben, um anderen zu helfen, auch wenn sie selbst dafür hatte einstecken müssen. Das Geschrei war lauter geworden, nachdem sie die Tür geöffnet hatte. Sie hörte die Schritte von durcheinander laufenden Menschen und vernahm das Zischen und Grollen abgefeuerter und abgewehrter Flüche. Mittendrin dröhnte Hagrids tiefe Stimme und sie konnte sich gut vorstellen, denn das hatte sie schon mehrmals erleben dürfen, wie er die Todesser mit seinem Regenschirm, in welchen sein zerbrochener Zauberstab eingearbeitet war, angriff, sondern einfach mit seinem gewaltigen Körper auf sie zustürmte und die Feinde im wahrsten Sinne des Wortes einfach umrannte. Wo Hagrids mülldeckelgroßen Hände hinschlugen, wuchs kein Gras mehr. Sich am Treppengeländer festklammernd, ging Hermine schwankend an einer geschlossenen Tür vorbei und steuerte bereits auf die erste Stufe nach unten zu, als eine zweite Explosion zu hören war. Gleich darauf folgten wieder die Schreie und Hilferufe der Verletzten. Aufgeregt zog sie ihren Zauberstab und da wurde ihr auf einmal klar, dass sie ihn gar nicht benutzen konnte, denn sie musste sich mit beiden Händen am Geländer festhalten, damit sie das Gleichgewicht nicht verlieren würde. Plötzlich rannte eine Gestalt in schwarzer Robe und weißer Maske im Erdgeschoss aus einer Tür hinaus auf den Flur, blickte nach oben und sah Hermine am Geländer. Hermine holte mit ihrem Stab aus, verlor jedoch das Gleichgewicht und ließ ihn fallen, sodass ihr Zauberstab genau vor den Füßen dieser finster gekleideten Gestalt landete. Sie hörte ein tiefes, schmutziges Lachen von unten, während sie ihre Augen schließen musste, weil der Raum um sie herum sich zu drehen begann. Auf einmal fühlte sie einen Arm um sich und sie bemerkte, wie ein wortloser Fluch an ihr vorbei nach unten geschleudert wurde, der den Todesser außer Gefecht setzte. Der Körper des Todessers sackte bewusstlos zusammen, während zur gleichen Zeit die Person hinter ihr sie umfasste und nach hinten schleifte. Hermine blinzelte, konnte aber nichts erkennen. Ihr Verstand war dieses Mal jedoch viel wacher als beim ersten Mal. Sie roch erneut etwas Vertrautes. Bitterer Beifuß! Wo hatte sie das schon einmal wahrgenommen? Wieder spürte sie eine Ampulle an ihren Lippen und gierig trank sie den Stärkungstrank, den der Unbekannte ihr einflößte. Geschwächt bedankte sie sich bei der dunklen Gestalt, die sie gleich darauf allein in der Besenkammer zurückließ und die Tür schloss. Dieses Mal verhielt sich Hermine ruhig. Sie lehnte sich an die Wand der kleinen Kammer und wartete geduldig, bis der Kampf unten vorbei war. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal. Thank you.